Auf der Weltklimakonferenz in Madrid sind die Verhandlungen über eine Abschlusserklärung um einen Tag verschoben worden. Vor allem die schon jetzt stark vom Extremwetter betroffenen Staaten drängen auf ein Einhalten des Pariser Klimaabkommens, das eine Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad definiert. Marshall Island, you have the floor. We're here. Wir sind hier und wir werden kämpfen und die Welt schaut zu. Wenn ich nach Hause komme, will ich meinen Kindern in die Augen sehen können. Mit einem Abkommen, das ihre Zukunft und die Zukunft all unserer Kinder sichert. Neben der Formulierung der Abschlusserklärung waren zuletzt noch viele andere wichtige Streitpunkte auf der Konferenz ungelöst geblieben. Bei den Klimaverhandlungen der UNO sind 196 Staaten und die EU beteiligt.